Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Kategorie Thüringen, Version 3.101. Ich wünsche mal allen einen schönen Samstag. Ich werde jetzt noch hier ein paar Bäume fällen. Denn zum nächsten Tag werden wir dann schlafen. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich schätze mal, dass wir die nächsten Wochen auch noch Hackeln zu fahren werden. Dass wir den globalen Markt voll haben. Ja, das würde ich demnächst mal auf der Marsch verarbeiten. Das brauche ich nämlich dringend. Beziehungsweise ich kann es gut gebrauchen. Weil hier habe ich aktuell, also heute jedenfalls, keine weitere Arbeit gehabt. Sinnlos vorspulen wollte ich nicht. Noch mal Lichter machen. Das wollte ich nicht. Also arbeiten, ne? Können wir hier ein bisschen Geld verdienen. In Thüringen haben wir, in der Marsch haben mittlerweile alle Geräte gekauft, die wir brauchen. Zum Rübenernten. Da müsste auch das Geld übrig bleiben für, ja, für Hackschnitzel, ne? Dann werde ich da entsprechend durch Verkauf von Klopapierrollen das Geld wieder reinnehmen. Das kann ich ja hier nicht machen. Also ich kann sich hier nicht veräußern, ne? Also ich kann hier kein, ja, diese Abproduktion nicht produzieren lassen. Ist auch okay. Wir haben Kies, wir haben Zement, Kalk. Das ist ausreichend, dass, also wer hier arbeiten will mit Produktion, da wirst du gut beschäftigt. Und würde ich das jetzt im Sommer nicht anfangen, das ist gut für den Winter, ne? Dann können wir im Winter gut Holz machen für Paletten und auch mal Kies, Kalk fürs Kalklager im Hof, ne? Muss ja auch gekauft werden, dann mal zu sagen, ne? Ich denke mal zuerst Kies und dann eher Beton und dann Baumarkt liefern. Aber für Winter erst, ne? Nebenbei die BGH beliefern. Hol ich jetzt die eine BGH, dass die Lage alle ist. Pferdegras ist alle komplett. Ja, und die Klee und das, die Klee war alle, Pferdegras war noch ein bisschen was. Aber auch nicht mehr viel. Ja, den nehme ich mit. Das war zu viel. Das ist eine Fräse aus dem Modpack für PV, Country, noch was. Das ist ein amerikanisches Mod oder Karte. Also alles in Englisch, aber halt schön gemacht, ne? Wenn es aber nicht hier nicht zeigen, das wird zu umfangreich. Eine 16-Fach-Karte, da bist du beschäftigt. Also da ist gut, die Felder sind da noch human gestaltet worden, also recht klein. Auch sehr große Karten dabei, Felder. Aber die kosten auch ein Vermögen. Aber wie gesagt, da liegt eher der Schwerpunkt bei Produktion, den man sich im Prinzip dann auch alles erstmal nicht nur kaufen. Kaufen weiß ich gar nicht genau. Irgendwann musst du die Rohstoffe liefern. Also alles Mögliche. Stahl, ja, Beton. Und da würde ich mir morgen erstmal in aller Ruhe reinfuchsen. Dann haben wir das. Späten Nachmittag. Heute nicht mehr.
Ich bin zu spät. Ja, vier Fahrer kostet Geld, aber das ist okay. Könnt ihr ja gar nicht fahren, ne? Vielleicht schon so viel gewesen, ne? Gut, okay. So schnell können wir gar nicht die Bäume wegkriegen mit der Harvester, ne? Also. Jetzt bei 80%. Wahnsinn. Schon weit reinfahren. Ja, heute programmieren wir um. Das müsste ja bald reichen. Für mehrere Tage Produktion. Papier. 9000, das ist doof. Ja, vier halten wir auf Trab, ne? Bei zwei hat es lange gedauert, aber bei drei, bei vier, dann geht heute weiter. Gut, anfangs gab es Schwierigkeiten, globalen Markt mit Abladen und so, ne? Vor allen Dingen, dass er wieder aufgeladen hat. Ich werde mal die Stumpen wegnehmen, besser fahren können. Entschuldigung. Das Katzchen an meinem Hals. Ja, aber dunkel, ne? Aber wie gesagt, heute und morgen. Und dann wollte ich ja die Nacht schlafen. Und dann schauen. Aha. Können wir die Felder anfangen. Mal sehen, vielleicht. Jetzt haben wir ja gegen 10, Viertel 12, ne, Quatsch, Viertel 9, ne, Viertel 10, Quatsch, ja, so geht die, 21:12 Uhr. Und weiß nicht, ob das morgen schon trocken ist, oder Quatsch, reif ist, das ist der springende Punkt. Trocken ist wahrscheinlich, ne? Aber ob es reif ist, und das ist eher das Problem, was ich habe. Ich traue für eine Folge nicht anfangen mit der Aufnahme, ne? Also einstellen, alles. Das mache ich dann nächste Woche nochmal einen Tag. Ne? Also, kommt es nicht weit, ne? Mit der ganzen. Für einen Tag kommt er nicht weit. Und in dem Fall haben wir nur ja, zwei Felder eigentlich, ne? Ein kleines Feld und ein etwas größeres Feld. Immer Weizen und immer Gerste. Frühstück werde ich mir für die Marsch auch kaufen. Der frisst ganz gut. Dass er nicht lange suchen muss, ne? Denn da muss ich auch noch etliches fräsen. Aber wie gesagt, da ist die Rübenernte immer wichtiger. Weil das nächste, was ich da angreifen werde, die Rübenernte im großen Feld. Das kleine Feld ist ja fertig. Drei Maschinen jetzt da. Und etliche Abfahrer, ne? Also etwas weiter muss, denn so Frau nächsten Bäume. Neuntausend. Also, zweimal angeschossen, war ein bisschen gerammelt voll, verschenkt.
Oh, ist immer zwei da. Okay, das passt. Aber so muss es sein, dass man nicht lange warten muss, ne? Die brauchst du einen Überladewagen, ne? Oder jemand, der es hinfährt, ne? Aber das lohnt sich heute nicht mehr. Ist ja auch nicht jeden Tag so, ne? Also jeden Tag will ich sowas nicht machen. Also schnell endliche Bäume umgeniedet und dann verarbeitet. Ups, daneben. Langsam aber sicher. Jo, reif für den Feierabend, ne? Gut, aber in eine Folge mache ich noch, das ist mir jetzt egal. Da doch ein Gaspedal nehmen. Weil wenn Gas geben mit der Tastatur, das ist anstrengend. Weiß ich, keine Ahnung. Muskel oder Muskelkrater oder Rheuma, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So ein großer Baum. Mit Gaspedal geht ja auch. Ja, heute ist Freitag, Gott sei Dank auch, die Woche war hart. Das ist ja ganz verrückt. Ja, mal sehen, nächste Woche wird. 3 Tage habe ich wieder Stress, vom Auftragspool her. Aber 2 Tage, na gut, das ist auch viele Aufträge, die ja nicht da auftauchen, ne? Aber gut, ich habe noch was von dieser Woche noch ein bisschen. Also Arbeit ist genug da. Ich sag mal, das ist besser in der heutigen Zeit, man hat genug Arbeit oder zu viel oder zu wenig, ne? Ist ja leider so, ne? Junge, Junge, da kommen wir nicht mit dir her. Aber man merkt auch schon, dass meine Wege weiter werden, ne? Ja, aber Lenkung. Guck ihn an Holland, ne? Wie der so eine Kurve fährt. Wahrscheinlich zu schnell. Dass man da den anderen Wald hier nehmen hier vorne. Die anderen Bäume hier. Hätte eher so einen Kurs brechen sollen mitten im Wald, ne? Das wäre besser gewesen. Besser berechnen. Einfahren. 9000. Ja, dann ist noch ein Baum. Das sind zu viel. Ich verschenke wieder einige 1000 Liter. Tschüss, auf geht's, wie gesagt, ein Fahrzeug noch,
Ja, wann höre ich auf zu, zum Wald zu arbeiten, ne? Und der hat 15.000, wäre schon 5.000 so viel gewesen. Gute Frage, ne? Fährt Anna mit Dünger noch? Ich glaube nicht. Der Pferdegras habe ich festgestellt, nach 3 Tagen kommt man Wachstum. Das würde bedeuten, wir würden noch einmal ernten. Jetzt haben wir späten Sommer, im Herbst, weiß ich nicht. Wäre rein rechnerisch auch noch möglich, ne? Und jetzt am, ich sag mal, den 7. Tag, 8, 9, am 9. Tag reif wäre, Sommer, dann könnte im Herbst am 9. Tag auch noch reif sein, zum Mähen. Theorie. Oh, da ist er doch noch da, Mensch Junge. Wieder wie was vorwärts hier. Ja, dann müsste ich morgen alle Fahrzeuge, wenn es reif ist, auf die Spur schicken, Feld Nummer 10 abfahren. Da muss ich ja nur das Feld ändern. Also die obere Dings ausführen, ne? Im Bereich, wo jetzt Wald dran steht, von Feld 12, musst du dann nur noch eintragen, Feld 10. Und dann den globalen Markt in Hackfleisch verkaufen. Sagen wir um 11 Uhr, ja, machen wir hier im Wald Schluss und lassen die ganzen Fahrzeuge hierher zurückfahren und dann nachher können sie hier stehen bleiben. Leer vor allem und dann kann ich mir anscheinend, ach ist reif, wir können bei der Getreideernte beginnen. Ne? So, liebe Schauer, ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Dann seid mal noch einen schönen Tag. Und viel Spaß bei Kette und Kopf, wenn ihr Lust und Laune habt. Kommt ja auch noch. Wie gesagt, aktuell ist ein bisschen langweilig da, aber gut. Vielleicht kommt noch bessere Zeiten, sagen wir so, ne? Ich muss Geld verdienen. So, dann noch einen schönen Tag und tschüss und dicke Dankeschön. Tschüss.